Moin, moin, liebe Traderinnen und Trader. Heute der Blick in das Währungspaar britisches Pfund US-Dollar. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal auf Euro-Basis an, also Euro und der britische Pfund zusammen. Dann kurz ein Blick in das Thema Öl. Da haben wir heute Morgen Nachrichten bekommen aus Indien. Da möchte ich gerne ein paar Worte zu sagen, wie das Einfluss auf den Ölmarkt haben kann. Ja, und dann natürlich wie immer Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt für diejenigen, die hier live zuschauen und diejenigen, die live zuschauen, wie immer morgens bitte jetzt direkt auf das Live-Knöpfchen drücken hier auf Facebook. Die, die das Video nachher im Nachgang schauen, direkt auch jetzt gleich draufklicken auf YouTube oder auch hier bei uns auf Facebook und dann kriegt die Welt auch mit, was wir hier tun. Das Ganze jetzt wie immer live in der Besprechung zunächst mit dem Risikohinweis. Bitte beachten Sie, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den heutigen Nachrichten. Diese Woche ist, das hatte ich schon ja die ganze Woche gesagt, nicht wirklich geprägt von großen planbaren Nachrichten, wie wir die sonst immer haben, von Zentralbanken oder ähnlichen Banken beziehungsweise Wirtschaftsindikatoren en masse. Es ist ein bisschen weniger diese Woche. Der wichtigste Event kommt morgen mit der EZB. Heute Daten von der Verbraucherpreisseite und den Erzeugerpreisen aus Großbritannien. Hier weiter das Ganze am Wachsen. Wir sehen es, der Verbraucherpreisindex ist angestiegen von 0,4 auf 0,7%. Lag zwar leicht unter den Erwartungen der Analysten, aber auch hier geht es in Großbritannien stetig voran. Überraschend der starke Anstieg der Erzeugerpreise. Da muss man sehen, wie man hier eine Mischung hinbekommt, denn wenn die Erzeugerpreise zu stark steigen und diese Preise nicht an die Endverbraucher weitergegeben werden, ist das immer schlecht für die Unternehmen und das hat dann einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Landes. Müssen wir im Auge behalten, das ist das, was der Markt auch spielt, deswegen hier immer schön die Dinge miteinander kombinieren. 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöl-Lagerbestände aus den USA. Gestern haben wir API bekommen, da gab es einen ganz, ganz kleinen Anstieg der Lagerbestände. Ich denke aber mal, das wird jetzt nicht so dramatisch sein, dass das den Ölpreis gleich wieder zum Absturz bringt, denn wir haben ja gesehen, was die längerfristigen Projektionen angeht, dass es da schon eher in Richtung Wachstum weitergeht. Und zum Thema Wachstum hatte ich ja gerade auch avisiert, wir haben Meldung aus Indien bekommen über eine Doppelkombination vom Covid-19-Virus. Da haben sich irgendwo zwei zusammengetan, die sich jetzt in Indien ziemlich stark verbreiten. Hier steht dann sozusagen ein möglicher Lockdown in größeren Metropolen vor der Tür und wir wissen ja selber, das hat massiven Einfluss auf den Energieverbrauch einer Region und Indien ist, soweit ich weiß, der drittgrößte Ölverbraucher oder im Wachstumsbereich neben China eine sehr, sehr stark wachsende Volkswirtschaft und da ist der Energiehunger natürlich entsprechend groß und wenn es hier zu kurzfristigen Einschränkungen kommen sollte, merkt man das natürlich, dann ist sofort wieder ein Überangebot am Ölmarkt da und das könnte kurzfristig auf die Preise drücken und selbst wenn man hier nur das Ganze aus psychologischer Sicht betrachtet und sage ich mal rein effektiv am Ende gar nichts passiert, könnte allein die Psychologie hier doch durchaus für kurzfristige Schwankungen sorgen. Das muss man ein bisschen im kurzfristigen situativen Bereich auf dem Auge haben. Deswegen schauen wir nachher mal ganz kurz auf das Öl, wo man möglicherweise hier den ein oder anderen kurzfristigen Trade mit planen kann. Wie schon gesagt, wenn Fragen sind, einfach rein auch in die Chats. Ich muss gleich mal noch schauen, auf Facebook hier ist heute auch relative Ruhe. Ich sehe auf Facebook leider gerade keine. Doch, da habe ich die Comments. Jawohl, Lüttger, moin. Also auch Facebook ist da, wunderbar, dann haben wir es. Also wer eine Frage hat, rein auf Zoom oder Facebook, ich schaue es mir an und analysiere gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Und damit starten wir jetzt auch gleich mal los hier an dieser Stelle. Das heißt, ich mache jetzt mal den Chart groß. Ich habe jetzt hier aus meiner Tagesvorbereitung noch das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Ich hatte ja gesagt, das Cable ist heute der Hauptfaktor, den wir hier haben, aber weil wir das Währungspaar Euro-Britischer Pfund sozusagen gerade hier haben,
Da möchte ich das ein oder andere gerne direkt an dieser Stelle in diesem Währungspaar auch mit besprechen. Zunächst teile ich mal noch den Bildschirm groß, damit den jeder sehen kann. Und ja, wir besprechen hier das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Interessant, was hier geschehen ist. Wir sehen es hier in diesem Bereich im großen Bild. Das ist jetzt mal der Tageschart, den wir hier offen haben. Wir sehen auch hier schön den Abwärtstrend, der hier bis unten reingelaufen ist. Und dann gab es aus diesem massiven Schub nach oben einen Bruch dieses Trends zur Unterseite hin. Ich skizziere das Ganze gerne auch nochmal durch hier an dieser Stelle, was hier jetzt aktuell für mich eine sehr, sehr interessante Geschichte ist, denn die aktuelle Verortung ist sehr speziell. Schaut mal hier. Das war sozusagen die letzten Stücke vom Abwärtstrend. Hier war das letzte Korrekturhoch gewesen, dann ging es in die Bewegung rein. Und dann ist der Markt ziemlich schnell und mit Momentum oben reingelaufen, hier in einen wichtigen Widerstandsbereich rein. Wir sehen, dass hier die Marke von, wo haben wir es, 0,8685. Das war hier drüben ein Support, hier war es ein Widerstand, hier hat sich das Ganze ebenfalls wieder als Widerstand herausgestellt. Da kam es direkt zum, sag ich mal, nach dem Spike oben drüber zu einem kurzen Verharren und dann kam entsprechend der Abverkauf an dieser Stelle. Aber das Bild ist relativ interessant von der reinen Verortung her, denn das, was hier kommen kann, ist durchaus interessant. Denn wir haben es gesehen, wir haben hier den Rücksetzer gekommen, ungefähr so in die Hälfte dieser Bewegung rein. Auch sehr, sehr interessant, wo der Markt hier wieder rumgedreht hat, rein von der Verortung her. Hier an dieser Stelle, schaut mal hier, das ist ein schöner Kaufbereich. Wer sowas nicht sieht, warum das so ist, gerne zur Ausbildung am 8. und 9. Mai anmelden. Da erkläre ich das oder der Martin mal ganz genau, wie man sowas im kleinen Bereich sieht, warum das interessante Level sind, auf die man sich in den kleineren Zeitabend durchaus auf die Lauer legen kann für den einen oder anderen Trade. Hier kam es dann zum Rebound sozusagen. Der ist gestern schön stark nach oben gelaufen. Jetzt kommt es darauf an, was hier passiert. Denn an dieser Stelle haben wir hier den Markt sozusagen in die erste Aufwärtsrichtung gehabt. Jetzt die Korrektur. Und jetzt kommt es darauf an, passiert jetzt das hier oder passiert jetzt das hier? Also wo geht der Markt hin? Und das ist die große Frage, die sich jetzt hier an dieser Stelle stellt. Und das, was sich hier an dieser Stelle stellt, schauen wir uns mal in der untergeordneten Zeiteinheit an, weil das ist echt extrem interessant. Welche Punkte sind jetzt für uns wichtig? Das ist hier mit Blick in den Euro-Britischen Pfund sehr, sehr schnell erklärt. Wichtig sind zwei Marken. Das ist zum einen mal das Tief hier unten drunter, unter diesem Low, das haben wir gehabt, das war das aktuelle Wochentief, das liegt bei 0,8588 und dann haben wir hier oben das kleine Zwischenhoch, diese Marke hier oben, wo wir da oben rangelaufen sind, ungefähr hier das Tageshoch von gestern, das ist die Marke von 0,8643. Diese beiden Level sind sehr, sehr interessant und das schauen wir uns jetzt mal eben im 4-Stunden-Trend auch an, denn es geht hier in die Entscheidung rein. Wer sich das Ganze anschaut, wird schon sehen, dass das Ganze einen bärischen Charakter hat. Ganz klar, ganz total logisch, weil wir sind hier in der Gegenbewegung zu dieser hohen Aufwärtsrallye. Wenn ich das mal noch zusammenraffe, sehen wir hier auch den Umschwung, der hier gut gekommen ist. Ne? Hier also der Trendwechsel schön nach oben. Erste Bewegung ist da, jetzt haben wir die zweite und wir brauchen natürlich den Schub nach oben hin. Und deswegen sind diese beiden Bandbreiten so wichtig. Also dieses Hoch hier und dieses Tief, das wird das entscheidende Level sein, ob wir jetzt hier einen Abwärtstrend bekommen oder aber ob wir direkt hier kein neues Zwischentief machen und dann irgendwo hochdrehen. Das sind die Marker, die hier interessant sind. Kommt zur Oberseite hin, dann wird es interessant, das Ganze zu beleuchten, denn dann haben wir hier oben einen kleinen Drehbereich. Schaut mal hier, das war der Richtungswechsel. Hier oben die Marke bei 0,8672 in etwa. Der Drehbereich hier, das ist der Widerstand. Der gilt es dann, sollte der Markt nach oben laufen, natürlich rauszunehmen und dann hier mit Blick nach oben hin natürlich das Hoch oben bei 0,87, knapp 19. Das sind die Marker, die wir durchaus auf der Oberseite haben, die interessant sein können. Aber diejenigen, die hier genau hinschauen, werden auch sehen, die Korrektur verläuft momentan
Hier in einem Kanal bricht das unten aus und wir bekommen hier den kleineren Abwärtstrend. Das wäre dann das erste Signal für die Short-Seite, für die Ausdehnung nach unten hin. Und spätestens dann, wenn wir hier unter die 88 oder unter die 0,85, 88 drunter fallen, haben wir wieder einen Abwärtstrend und das wäre dann genau das Bild, was wir hier haben. Schaut mal hier nach unten hin, das wäre die bestätigte Umkehr des Abpralls von oben. Da hätten wir dann sozusagen ganz klassisch den Abwärtstrend und das könnte man dann auch sehr schön zur Unterseite hin traden. Anlaufpunkt Nummer 1 wäre natürlich hier unten, wir haben das schon mal besprochen, das Ausbruchslevel hier oben bei 0,8550 in etwa. Das wäre hier ein erster Anlaufpunkt und dann selbstverständlich das Tief, was wir hier unten haben, grob um die Marke hier unten, um die 0,8471 unten rein. Und das Ganze mal ganz kurz auf Tagesbasis angeschaut. Da sieht man schon, was hier los ist, dass dieses Level hier auf Tagesbasis überhaupt keine Relevanz hat, sondern wenn es hier tatsächlich unter das aktuelle Wochentief geht, ist wieder ein Abwärtstrend da und der hat dann durchaus das Potenzial, zur Unterseite reinzulaufen. Also hier stellt sich jetzt tatsächlich die Frage, was wird aus diesem Szenario, was wir hier haben, gibt es die Chance, dass der Markt nach oben läuft oder prallen wir ab und ziehen nach unten durch? Das sind die beiden Szenarien. Also nochmal kurz gesagt, fallen wir hier unter das Wochentief, haben wir einen Abwärtstrend auf Tagesbasis wieder in Richtung dieser übergeordneten Abwärtsrichtung. Das ist dann Fortsetzung. Fallen wir allerdings nicht unter dieses Wochentief, sondern drehen vorher nach oben, haben wir tatsächlich die Chance hier auf das Zwischenhoch bei 0,87 knapp 19 zu laufen, dort dann drüber zu gehen, einen Aufwärtstrend zu machen und dann können wir uns schön auf der Oberseite orientieren. Also das ist interessant und das sollten wir natürlich mit auf der Uhr haben. Und dann kommen wir jetzt zum Cable. Das heißt hier das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. In dem Blogbeitrag habe ich das Ganze schon beschrieben. Hier sieht es auch sehr, sehr interessant aus auf der Long-Seite. Aber, Moment, hier lösche ich mal ganz kurz das raus. Hier ist noch lange nicht sicher, dass die Long-Seite tatsächlich aufgeht. Also, dass wir Chancen haben zur Oberseite, das ist ganz klar. Der Markt ist hier da. Die Frage ist halt nur, was wird in der Range? Wir klemmen hier seit Wochen in dieser Bandbreite sozusagen fest. Oben hier die Marke von 1,4010 war mehrfach oder ist mehrfach jetzt als Widerstandslevel getestet und bestätigt worden. Immer dann, wenn der Markt oben rangelaufen ist, kam es zum Abprall. Und das ist das, was jetzt auch wieder gestern passiert ist. Hier kam der Markt erstmal ein Stück zurück. Die Frage hier ist jetzt nur, fallen wir tatsächlich unten drunter oder schaffen wir es, die 1,40 zu überwinden? Wenn wir das schaffen, dann ist der Weg nach oben hin frei, hier hoch Richtung 1,4240. Das ist also eine schöne Bandbreite, die wir hier zur Oberseite hin drin liegen haben. Hier ist auf Tagesbasis nichts zwischendrin. Die beiden Linien, die hier drinnen liegen, schauen wir uns gleich im 4-Stunden-Chart mal noch an. Also das ist hochinteressant. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Range ist halt noch nicht verlassen. Das heißt, der Zeitpunkt für die Long-Szenarien ist noch nicht bekommen. Wieder eine interessante Verortung hier oben am Drehbereich, aber wird das Abprallsignal von gestern bestätigt, dann müssen wir uns wie immer mit der Unterseite befassen. Das heißt, dort ist dann der Weg frei für die sogenannten In-Range-Trades. Das heißt, hier von oben der Abprall, zack, zur Unterseite rein und dann haben wir hier die 1,3670 auf Tagesbasis mal als nächster Anlaufpunkt. Sollte das dann irgendwann mal brechen, hier das kleine Zwischentief um die 1,3565 ist ebenfalls ein interessanter Anlaufmarker, den man hier haben kann. Also die Short-Chance von oben nach unten ist durchaus relevant. Die kann man auch schön spielen, ist auch ein sehr, sehr interessantes CRV. Denn wo sichert man sich in so einer Position ab? Logischerweise dort, wo der Aufwärtstrend weitergehen würde. Das heißt, wenn man hier in die Short-Richtung reingeht, sichert man sich immer über der Range oben ab. Falls der Markt nämlich tatsächlich ausbrechen sollte, dann haben wir ja den Aufwärtstrend auch valide da und dann steht man gegen den Markt. Deswegen macht man das nicht. Das heißt, wir haben hier die Chance einer sehr, sehr engen Absicherung oben. Das heißt, hier kleines Risiko und wenn man mal schaut, wie weit der Weg unten rein ist, hat man eine sehr, sehr große Chance, dass wir zunächst auch wieder innerhalb der Range bleiben und das kann man durchaus hier an dieser Stelle entsprechend umsetzen. Und das schauen wir uns jetzt mal noch in der kleineren Zeiteinheit an. Das heißt hier ganz klar und deutlich der Blick in den Markt hier rein, in das britische Pfund.
an dieser Stelle. Und da sehen wir relativ gut, wo der Markt uns auch das Ganze hinlaufen lässt. Das heißt, im 4-Stunden-Bereich haben wir ganz, ganz klar mal diese Level auf der Oberseite. Das heißt, sollten wir hier tatsächlich die Umkehr, die wir gerade spielen, bekommen, das heißt, dass der Markt hier, ich zeige das mal kurz ein vom Tief, vom MTO in Live, hier ist der Aufwärtstrend, der ist intakt. Hier haben wir jetzt die Korrektur, bekommen wir hier eine Umkehr mit Kursen über der Marke von 1,3950, haben wir eine Chance, hier aus dieser, sag ich mal, Flaggenformation auszubrechen und das Ganze nach oben zu traden. Das wäre das Long und dann haben wir gut die Chance, aus einer flachen Korrektur nach oben rüber zu drehen. Interessant an dieser Stelle ist auch die Tatsache, wo der Markt gerade so ein bisschen verharrt, nämlich hier oben ist ein Ausbruchslevel. Wir haben für die Chart-Unterseite auch noch ein zweites Ausbruchslevel, das wäre das hier unten. Das heißt so mal hier an dieser Stelle grob gesagt hier das Level um die Marke von 1,39 hier oben, das Hoch haben wir um die 19 liegen, beziehungsweise hier an dieser Stelle dann noch hier unten dieses Ausbruchslevel um die Marke von 1,30, was haben wir hier oben, 0,9 in etwa. Das sind die Marker, die wir hier auf der Unterseite haben. Und jetzt schon das Umkehrsignal zu bekommen, das wäre sehr, sehr interessant. Das wäre ein starkes Zeichen, dass der Markt tatsächlich zunächst den Widerstand oben hier im Cable nochmal antesten möchte. Und wenn wir dann wegfliegen, dann zur Oberseite hin. Und hier an diesem 4-Stunden-Chart kann man auch sehr, sehr schön erkennen, was diese beiden Marken hier auf Tagesbasis waren, die ich dort eingezeichnet habe, wo man im Tag nichts gesehen hat. Sieht man hier in dem 4-Stunden-Chart die erste Linie bei 1,4082 ist das Trendentstehungslevel dieses korrektiven Abwärtstrends gewesen. Das heißt, durchaus interessant für Kauforders und hier oben an dieser Stelle das erste Zwischenhoch in diesem Trend sozusagen bei 1,4182, bevor wir dann die 1,4240 ins Visier mitnehmen. Also das durchaus spannend, durchaus interessant für die Long-Seite. Und jetzt müssen wir noch die Short-Seite beleuchten. Das heißt, das Thema hier ist natürlich wie immer zu sehen, was passiert, wenn wir nicht hier drüber kommen. Das ist ziemlich leicht erklärt. Wenn das passiert, haben wir ganz klassisch hier das Thema einer Abprallbestätigung. Das heißt, hier sind wir nicht drüber gekommen, hier würden wir nicht drüber kommen, wenn wir dann drunter fliegen, unter dieses Kauflevel hier bei 1,39, knapp 19, dann ist der Weg nach unten frei und dann haben wir schon durchaus die Chance, zunächst erstmal hier in dieses Kauflevel bei 1,3808 zu fallen, beziehungsweise dann hier unten rein. Schaut mal, da haben wir noch die Anlaufpunkte unten drunter liegen, an den Zwischentiefs sind nur Spikes, aber da hat der Markt nun mal gekauft. Bei 1,3716 haben wir es hier und hier unten die 1,3694 und das ist dann die Unterseite der Range und da muss man dann schauen, wie es weitergeht, denn auch hier sehen wir auf der Unterseite hier einen W-förmigen Test, hier einen W-förmigen Test, also durchaus Relevanz, dass es dann wieder hochgeht. Sehr, sehr interessant von der Stelle, aber wie schon gesagt, ich hatte es auch avisiert, das CAV an dieser Stelle ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant und das sollten wir definitiv mit auf der Uhr haben hier im Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. So, haben wir hier an dieser Stelle, dann gehen wir nochmal ganz flott in den Ölmarkt rein und dann haben wir noch ein paar Fragen, die wir haben. Auf Facebook ist momentan relative Ruhe, aber im Zoom kommt die ein oder andere Frage rein. Zum einen Euro-Türkische Lira wäre toll, das machen wir natürlich gerne und dann noch die Frage, ob ich hier auch Aktien miteinander bespreche. Aktien laufen hier bei Tickmill nicht. Tickmill ist ein Währungsbroker. Wir nehmen hier Aktien, Indizes mit rein, aber Einzelaktien an dieser Stelle nicht, Oliver. Das heißt, Aktien kommen in aller Regel in meinem Wall Street Traders Lunch beziehungsweise heute Nachmittag zur US-Markteröffnung. Da bin ich auch eingeladen worden vom Bernecker in seiner Sendung. Das poste ich nachher mal noch auf Facebook. Schick den Link rum. Da kann es natürlich auch die ein oder andere Aktienbesprechung geben. Das heißt, hier an dieser Stelle könnte ich da mal über die Aktien schauen. Hier haben wir den Fokus auf die Währung, denn hier spielt morgens immer schön die Musik und das machen wir ja hier jeden Morgen. Also nochmal kurz der Blick in den Ölpreis hier an dieser Stelle.
bei den Aktienindizes sehen wir heute Morgen leichte Gewinnmitnahmen, aber Öl ist interessant. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Wir schauen mal ganz kurz auf das WTI hier in den Tageschart rein und da sehen wir, dass wir im WTI zwar schön nach oben laufen konnten, aber dass wir mit dem Thema auch der Meldung aus Indien hier doch sehr, sehr volatil unterwegs gewesen sind und das bleibt momentan auch so. Jetzt ist hier an dieser Stelle natürlich die große Frage, wie löst sich das auf? Ich hatte es ja schon mal gesagt, mittelfristig durchaus deutlich höhere Kurssteigerungen zu erwarten. Hier sind wir gestern in einen sehr, sehr volatilen Handelstag reingekommen und wenn wir jetzt wissen wollen, wie wir planen können an dieser Stelle, dann wird es natürlich interessant, hier mal hinzuschauen, was haben wir denn hier an Bewegung von oben nach unten gehabt und da haben wir aus unserer letzten Marktbesprechung natürlich auch noch die letzten Tiefs hier gehabt und das sind die Marker, sollten wir tatsächlich unter das Tagestief von gestern drunter fallen, das haben wir hier unten gehabt, um die Marke von 61,42 hier unten ran, das ist natürlich der Punkt, dann hätten wir die Korrekturausdehnung und dann müssen wir uns auf der Unterseite mit den entsprechenden Anlaufpunkten befassen, die wir in der kleineren Zeiteinheit sehen. Das heißt, hier an dieser Stelle blicke ich einfach mal jetzt zusammen in den Stundenchart und wir sehen es hier, der gestrige Tag hat nicht dazu geführt, dass wir einen Abwärtstrend bekommen haben auf Stundenbasis. Das heißt, wir sehen hier einfach nur dieser Aufwärtstrend, den wir haben, also hier in diesem Rahmen, der ist jetzt erstmal durch diesen Schub nach unten gebrochen worden. Bestätigung dieses Bruchs bekommen wir dann, wenn wir tatsächlich um das Tagestief von gestern fallen. Hier oben haben wir das letzte Zwischentief um die Marke von 62,62 hier drum. Schaffen wir es gleich wieder drüber, wäre das wieder ein eher bullisches Signal, weil dann hätten wir im Kleinen einen Aufwärtstrend und die Anlaufpunkte auf der Oberseite sind dann ganz klar. Zunächst auf alle Fälle mal hier das Zwischenhoch oben über der Marke von 64,25. Das wäre das Ziel für die Long-Seite, zumindest im Kurzfristbereich. Wer das Ganze hier traden möchte im Kurzfristbereich, der muss natürlich auf der Long-Seite auch immer so ein bisschen beachten, was haben wir hier. Der kleine Trend, der untergeordnet läuft, ich zeichne den mal ganz kurz ein. Schaut mal, hier haben wir den. Fliegen wir hier oben drüber, haben wir erstmal auf alle Fälle wieder einen Aufwärtstrend. Und dann haben wir hier die Ziele auf der Oberseite zunächst. Hier die Entstehung vom Abwärtstrend, also das Trendentstehungslevel grob um die Marke von 63,33 und dann haben wir hier oben noch ein Level um die 33,77. Das sind Ziele durchaus auf dem Weg nach oben, so Weg oder Anhaltspunkte, die man durchaus nutzen kann. Fliegen wir allerdings unten drunter und das wäre jetzt aus aktueller Sicht auch interessant für den Drehbereich, was der Markt zur Markteröffnung auch daraus macht. Hier unten laufen wir jetzt unter dieses Zwischentief drüber. Nach dieser kleinen Korrektur haben wir die Bestätigung, dann ist hier schon mal ein kleiner Abwärtstrend da und dann wird das Risiko natürlich größer oder die Chance, je nachdem auf welcher Seite man steht, dass wir hier unten die 61,42 rausnehmen, dann haben wir den größeren Abwärtstrend und dann ist ganz klar, erstes Ziel hier unten, der Kaufbereich hier um die Marke von 60, knapp 85, das sehen wir hier, das ist der Kaufbereich und dann die Zwischentiefs unten bei 59,45, 58,70 und hier unten die 58,08 könnte durchaus passieren. Schöner Drehpunkt hier, kann man gut hinschauen, auch für die kurzfristigen Trader. Durchaus eine interessante Story hier im XTI USD, also das Kürzel hier bei Tickmill für das WTI. Und damit gehen wir noch zu den Wunschmärkten über, das heißt hier Euro, türkische Lira, freue mich auch, dass wir immer mal in die hinteren Reihen auch schauen und das sind natürlich auch immer wieder schöne Trading-Chancen. Türkische Lira ist ja immer mal wieder in den Nachrichten gewesen, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund des Inflationsdrucks, massive Zinsen, Zinserhöhung, die wir hier haben, also die Türkei ist ja schon immer ein Land, wo wir sehr, sehr starke Zinsbewegungen haben und ich, die letzten Meldungen, ich weiß jetzt nicht, ob das die aktuellen Zahlen sind, aber die Zinsen sind wohl in der Türkei auf 19% angehoben worden. Das ist natürlich heftig. Man muss allerdings auch sehen, wie stark die Kurse hier schwanken und wir haben es hier in der euro-türkischen Lira auch sehr, sehr schön drinnen. Wir haben einen extrem volatilen Markt. Wir haben hier extreme Anstiege nach oben, aber zuletzt gesehen, alles, was gestiegen ist, wurde ziemlich stark wieder
wieder abverkauft. Und mit Blick auf die türkische Lira haben wir jetzt hier oben ein Dreieck, was sich hier im Markt gebildet hat. Und wir haben hier sozusagen die Information von Markt, dass man immer früher anfängt, entsprechend zu kaufen. Deswegen die steigende Unterseite, aber oben nicht bereit ist, höhere Preise zu bezahlen. Das heißt, auch hier immer früher auf den Verkaufsknopf drückt. Und wir sind jetzt hier in einem Dreieck, gehen auch in die Spitze mittlerweile auch mit rein. Von der klassischen Verortung hier, wenn man sich das Ganze trendtechnisch mal anschaut, hat man einen Aufwärtstrend auch da. Den zeichne ich auch gleich mal ein. Und im Falle eines Ausbruchs zur Oberseite wäre es erstmal hier interessant, was macht der Markt oben um die Marke von 0,9860. Und dann haben wir hier, wenn das weiter gekauft wird, noch das Hoch, was wir hier drüben hatten. Das war das Hoch, was wir im letzten Jahr gehabt haben. Knapp um die Marke von 10,20. Das ist die Oberseite. Und wie schon gesagt, es sieht doch recht interessant aus für die Longseite hier in der türkischen Lira. Wenn man sich das Ganze auch mal anschaut, ich skizziere es mal ganz kurz. Wir haben ja auch hier wieder den Aufwärtstrend laufen und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Das heißt hier zum einen natürlich im größeren Bilde. Hier hat der Markt angefangen. Das war die erste Bewegung sozusagen zur Oberseite hin. Und dann ging es darum, eine kurze Korrektur zu machen. Das haben wir hier gesehen und da raus ist dann dieser größere Aufwärtstrend entstanden. Und was wir jetzt hier im Kleinen sehen, nach dem Rücksetzer hat der Markt halt angefangen, hier die Oberseite aufzunehmen und nach oben zu laufen. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Hier haben wir schon die Chance, dass der Markt nach oben die Trendbildung bestätigt und dass wir dann hier durchaus ausbrechen im Kleinen und die Trends nach oben mitnehmen. Und hier haben wir dann die Kauflevel. Also hier sind es die ehemaligen Verkaufslevel, aber sollte es so weitergehen wie bis jetzt, haben wir durchaus die Chancen, dass wir an diesen Levels auch Käufer finden, die hier die Positionen in die Long-Richtungen entweder schließen oder neue Long-Positionen eröffnen. Und das dürfte dann Druck in den Markt auf alle Fälle mit reinbringen. Prallen wir allerdings von hier oben ab, das muss man in der türkischen Lira auch immer auf der Uhr haben, dass diese starken Anstiege natürlich auch massiv abverkauft werden. Das heißt, schafft es der Markt definitiv nicht, hier oben neue Hochs zu machen, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man nach unten abprallt und wir dann die untere Richtung sehen. Und da ist natürlich viel, viel Luft nach unten. Das heißt, wenn wir nicht hier oben rausgehen, sondern eher den Trend zur Unterseite machen, dann haben wir die Anlaufpunkte auch auf der Chart-Unterseite liegen. Das wäre zunächst erstmal hier unten die kleinen Zwischentiefs, die wir da haben. Ich mache die Linie mal ganz kurz hier in grün. Das sind die ersten Anlaufpunkte, denn die Händler, die dort in die Long-Richtung getradet haben, beziehungsweise in die Long-Richtung die Positionen offen haben und sich absichern wollen, das sind natürlich Level. Und spätestens dann, wenn wir hier unter die Marke von 49 fallen, haben wir einen Abwärtstrend, wenn wir hier nicht drüber laufen. Und dieser Abwärtstrend hat dann das Potenzial, deutlich tiefer zu laufen. Erst einmal hier unten natürlich rein in dieses Ausbruchslevel, beziehungsweise hier haben wir ja einen ziemlich dicken Supportbereich. Und wenn dieser Supportbereich hier abverkauft wird, dann könnte es deutlich tiefer gehen. So, wenn der Metatrader mich mal zeichnen lässt, wäre das nett. Also hier, das ist das größere Supportlevel, was wir hier in dieser Richtung haben. Das ist natürlich der Anlaufpunkt. Und dann haben wir hier unten das Zwischentief. Und das wäre dann der Weg nach unten hin tatsächlich auch offen hier, der Auffangbereich, wo es dann dieses gigantische Gap oben gegeben hat. Das ist die 8,56 in etwa unten gewesen. Und dann hier das Zwischentief oder das aktuelle Jahrestief unten um die Marke von 8,35. Also hier ist verdammt viel Musik drin in der türkischen Lira. Und die Frage kommt auch wirklich zu einem sehr, sehr schönen Zeitpunkt an dieser Stelle. Das heißt hier der Zeitpunkt gut, um die Richtungsentscheidung zu finden, weil die möglichen Drehlevel sind relativ nah. So, dann hätten wir das und dann haben wir noch, wie schätze ich US-Dollar NOK ein? US-Dollar norwegische Krone, auch immer wieder interessant für einen Trade. Frage hier, ob die Range nach unten verlassen wird auf der Tagesbasis oder nicht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. US-Dollar NOK habe ich hier nicht offen. Das heißt, das nehmen wir einfach mal in einen neuen Chart mit rein. Kurzen Augenblick. Steuerung M ist die Marktübersicht hier. Und dann schauen wir mal auf US-Dollar norwegische Krone hier mit drauf. Schauen wir uns die Trading Range, die wir dort haben, einfach mal mit an. Und dann können wir uns hier ein genaueres Bild machen. Die Frage ist auch direkt auf den Tag mit drauf. Das heißt, hier gehen wir mal in den Tag entsprechend rein. Und dann schauen wir uns die Chartanalyse mal an. Also, was haben wir hier an dieser Stelle? US-Dollar, norwegische Krone.
auf Tagesbasis, ja, aktuell ein bisschen wie tot, typisch für die Trading Ranges. Das heißt hier die Trading Range an sich. Ich ziehe die mal von ganz weit drüben rüber. Also schaut mal hier oben. Da haben wir den Deckel drauf und unten ist hier der Unterstützungsbereich, den wir hier haben. Der ist jetzt schon nach unten hin verlassen worden. Wenn wir uns einen Chart wie diesen anschauen, dann stellt sich natürlich ziemlich stark die Frage, wo jetzt hin? Weil eins ist klar, wir haben die Range, die wir hier unten haben, mit einem kleinen Abwärtstrend zur Unterseite verlassen. Jetzt korrigiert der Markt, ist jetzt quasi im Ausbruchsbereich wieder drinnen. Und wenn wir hier einen Abprall bekommen, dann wäre zunächst das Kursziel kurzfristig hier unten das Tagestief von gestern. Aber die Frage ist ja die, war es das dann schon oder geht es nach unten hin? Und da müssen wir mal schauen, was haben wir denn an Anlaufpunkten auf der Chartunterseite? Und dann sage ich an dieser Stelle, wenn wir tatsächlich Potenzial zur Unterseite haben, dann haben wir gute Chancen, dass der Markt das auch spielt. Und da können wir jetzt an dieser Stelle natürlich mal in die Historie reinschauen. Da habe ich mal umgeschaltet auf den Wochenchart und da sehen wir hier tatsächlich, wir haben noch einiges am Potenzial zur Unterseite abzufrühstücken. Das heißt, wir haben hier unten einen Drehbereich um die Marke von knapp 0,808, ja, kann man auch sagen 0,810 sind ja Schwankungsbereiche, beziehungsweise hier unten drunter dieses Zwischentief um die Marke von 7,988 rum. Also da ist noch einiges an Potenzial da. Ja, die Frage ist an dieser Stelle, kriegen wir den nachhaltigen Ausbruch zur Unterseite, ja oder nein? Wir haben natürlich hier, wenn wir uns die Wochenkerze jetzt mal anschauen, eine ziemlich starke Umkehrkerze. Das heißt, dieser Ausbruch sieht momentan alles andere als gelungen aus. Das heißt, die Rückkehr in die Range ist, wenn man sich diese Wochenkerze mal anschaut, sehr, sehr wahrscheinlich. Die Frage ist nur, bekommen wir sag ich mal, eine Bestätigung? Und das Ganze können wir uns mal schön auf Tagesbasis anschauen. Die Frage ging ja auch auf die Tagesbasis rauf und das Währungspaar US-Dollar, norwegische Krone ist auch ein Währungspaar, das kann man, wenn man sich die sanften Bewegungen auch mal anschaut, schön auf der Tagesbasis auch traden. Das heißt, hier müssen wir mal anschauen, wie der untergeordnete Trendverlauf gewesen ist. Das heißt, den Bereich, den wir jetzt hier haben, der von hier oben gekommen ist, da sehen wir ja, der ist in Schwüngen abgelaufen. Es gab hier durchaus zwischendurch mal Käufe oben rein, aber wir haben es gesehen hier oben drinnen, wenn wir uns das auf Tagesbasis mal anschauen, hier in diesem Drehbereich um die Marke von, ich sag mal, knapp 8,55 ist der Markt auch immer wieder nach unten abverkauft worden. Das heißt, daran sehen wir schon allein auf Tagesbasis, dass hier in diesem Bereich der Verkaufsdruck doch relativ hoch ist. Und wenn wir uns das mal in den 4 Stunden anschauen, dann sehen wir das, was ich gerade auch gesagt habe. Wir haben hier einen validen Abwärtstrend, der nach unten läuft und der korrigiert jetzt. Und das ist jetzt das interessante Szenario hier an dieser Stelle. Wer das Ganze aus dem 4-Stunden-Chart heraus traden möchte, hier haben wir entsprechend den korrektiven Aufwärtsschub, das ist der Korrekturkanal, wird der nach unten gebrochen, dann haben wir eine Chance, diesen Abwärtstrend fortzusetzen und fallen wir dann hier unten unter das Tagestief drunter, also hier unten unter die Marke von 0, wo haben wir es liegen, 0, ne, nicht 0, von 8,24, 38 ist das Low hier unten, dann unten drunter zu gehen, dann ist das die Fortsetzung. Das heißt, im Kleinstbereich wissen wir schon ganz klar, fallen wir jetzt unten drunter durch, kriegen wir hier das erste Umkehrsignal. Der nächste Widerstand hier auf dieser Seite, den wir hier haben, wäre mal hier oben das Zwischenhoch grob um die Marke von 8,42 oben rum. Bis dahin kann das Ganze laufen, ohne diesen Abwärtstrend im 4-Stunden-Bereich kaputt zu machen. Laufen wir drüber, wird dann, wie schon gesagt, hier oben der Schwungbereich um die 8,55 interessant vom Aufwärtslauf erstmal an dieser Stelle. Aber die Bestätigung sollten wir bekommen, wenn der Markt tatsächlich stark nach unten weiter möchte, dass wir gar nicht erst hier oben reinlaufen, weil das wäre dann komplett die Rückkehr in die Range. Also das heißt, spätestens dann, wenn wir hier die 8,42 überschreiten, wissen wir, der Markt will jetzt eher rauf, dann werden wir wahrscheinlich hier oben auch über der Unterstützung getänzelt sehen. Aber wenn wir direkt unten drunter durchbrechen, das wäre interessant. Und da mal noch kurz der Blick für diejenigen, die es wirklich sehr, sehr nah auch betreuen möchten. In solchen Situationen macht es Sinn, dass man zu den beiden Charts Woche
oder beziehungsweise Tag und 4 Stunden, dann nochmal eine dritte Zeiteinheit, die Tertiäre dazu nimmt, und das wäre hier, ich gehe mal hier von den 4 Stunden in die 15 Minuten rein, denn da sehen wir den Trendverlauf an dieser Stelle innerhalb dieser Range, und wenn wir hier unter das Trendtief fallen, und das haben wir momentan ja hier gut erkennbar, das ist diese Marke hier unten, dieser Auffangbereich um die 8,33, dann ist der Trend gebrochen, rausgenommen sozusagen, und dann haben wir hier die Abwärtsphase, die Bestätigung, dass die Umkehr kommt und dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich hier eine Bestätigung des Ausbruchs nach unten bekommen, und das kann man durchaus auf die Chart-Unterseite dann traden, und dann können wir auf die Wochenziele auch mit zu sprechen kommen, das heißt, der erste Anlaufpunkt wäre dann mal ganz klar das aktuelle Wochentief, das wäre dann die Bestätigung auch des Ausbruchs, und danach hier unten die beiden Anlaufpunkte 808 und die Marke um die knapp 8 norwegischen Kronen. Das ist das, die Unterseite an dieser Stelle. So, das hätten wir auch. Jetzt schaue ich mal noch auf Facebook, ob wir da Fragen bekommen. Fragen gibt es auf Facebook keine. Das heißt, an dieser Stelle machen wir noch mal ganz kurz den Blick in den DAX. Wie schon gesagt, ich hatte ja gesagt, der DAX ist gestern schon in die Korrektur tief reingedreht. Auch die US-Werte korrigieren. Die Frage ist nur, wie tief die Korrektur geht. Das haben wir alles auf der, sage ich mal, Chartseite ja schon gesehen und miteinander besprochen. Wir haben es gestern auch im DAX gesehen. Wie schön sich der DAX oben nach unten entwickelt hat, auch wieder schön trendförmig, und der Auffangbereich hier unten, ja, der ist jetzt da, das alte Unterstützungslevel hat mit Sicherheit nicht gehalten, das sehen wir hier an dieser Stelle, und wir sehen halt auch hier momentan zumindest eine leichte Bodenbildungsphase um die Marke von 15.100 Punkte, und hier stellt sich jetzt die Frage, läuft dieser Abwärtstrend weiter nach unten oder kehrt der Markt hier um? Das ist der Stundenchart, den wir haben. Wir gehen mal ganz kurz auf die Tagesbasis rauf, und da sehen wir hier das Level hier oben, die hohe Flagge, dass der Ausbruch jetzt, der Schub unter die Flagge, gestern das Tagestief, also in dem Drehbereich von 15.100, wird diese psychologisch wichtige Marke von 15.100 verkauft. Ja? Dann haben wir hier auf der Tagesbasis die Fortsetzung der Abwärtsdynamik der letzten beiden Tage, und dann haben wir die Kauflevel, die Aufkauflevel, und das ist das, was ich gestern auch gesagt habe, im größeren Bereich, wenn man auch mal diese starken Schwankungen momentan annimmt und das einfach unten drunter drauf doppelt, durchaus hier mal Richtung 14.800 Punkte zu laufen. Was allerdings auch sehr, sehr wichtig ist, bitte niemals die Macht von runden Marken außer Acht lassen. Das heißt hier, wenn wir das mal ganz kurz schauen wollen, ich mache mal hier kurz die Marke von 15.000 Punkten auch ganz, ganz fett rein, denn die 15.000 Punkte ist schon ein sehr, sehr starker Kaufbereich und auch psychologisch sehr, sehr wichtig. Und das ist dieser Drehbereich, den wir hier haben. Und da sehen wir hier auch in diesem Drehbereich 1, 2, 3 Tage hat dieser Bereich hier auch eine Rolle gespielt und ist nicht abverkauft worden. Das heißt, die Marke von 15.000 Punkten ist schon sehr, sehr wichtig. Das heißt, sollten wir hier tatsächlich heute unter die 15.100 Punkte Marke fallen, würde ich mal sehr, sehr stark schauen, was hier bei 15.000 passiert. Kriegen wir hier direkt Käufe rein, könnte das der gute Kaufpunkt für die Oberseite sein. Wenn wir hier unter die 15.1 fallen, fallen wir allerdings auch darunter. Dann, wie schon gesagt, 14.8 wäre mal hier der nächste Kaufbereich in diesem Bereich, den wir in dem Tageschart durchaus auf der Uhr haben. Und da gehen wir jetzt nochmal ganz kurz in die Stunde zurück. Das wäre nämlich ganz genau das, was wir hier haben. Wir sehen momentan die Chance einer leichten Bodenbildung. Ich mache mal den kleineren Zeitrahmen rein. Schaut mal hier, das war der Abverkauf der letzten Tage. Und hier haben wir jetzt den Bereich hier oben, die kleinen Zwischenhochs. Die steigen jetzt auch an, ne? Hier hoch, höheres Hoch, wieder ein höheres Hoch, und hier haben wir erstmals ein höheres Zwischentief, und da haben wir schon die Chance, wenn der Markt nicht unter dieses Tief hier unten fällt, dass es Abpralltendenzen gibt, die sich dann wieder zur Oberseite ausdehnen, aber hier sehen wir auch ganz klar, fallen wir unter die 15.105 unten drunter, dann müssen wir uns mit der Unterseite beschäftigen, und wenn ich den Chart ein bisschen kleiner zusammenraffe, dann sehen wir auch hier diesen Drehbereich um die 15.000 Punkte Marke. Das ist dann schon sehr, sehr interessant. Und hier sehen wir auch den Mini-Mini-Aufschwung, den wir haben. Also da haben wir auch noch ein paar kleinere Anlaufpunkte hier unten drunter, wenn ich das mal kurz runterziehen darf. Hier diese ganz kleinen Zwischentiefs, die kommen aus den ganz kleinen Zeiteinheiten. Also bitte nicht zu viel da rein interpretieren. Also so viel ist da nicht gelaufen. Aber es ist halt etwas, was man als kurzfristiger Trader als Anhaltspunkt haben kann. Denn durchaus liegen hier noch Orders, die im Markt aktiv sind.
aktiv sind. Und das dürfte dann durchaus möglicherweise auch tatsächlich den Markt weiter nach oben anschieben. Aber wenn hier nichts ist, dann würden wir sehen, was bei den 15.000, um die 15.000 Punkte Marke kommt. Und das ist dann das hochinteressante Level hier mit Blick in unseren deutschen Leitindex. Also auch hier sehr, sehr nah an einem sehr, sehr wichtigen Entscheidungslevel. Und wenn wir das uns mal im Kleinsten anschauen wollen, sehen wir es halt hier im Minutenchart schön. Der Aufschwung zur Oberseite rein und dann zur Handelseröffnung erstmal wieder ordentlich Verkaufsdruck rauf. Ja, und das sehen wir halt auch hier im Minutenchart, wo die Marken liegen hier, die kleinen Stops, die wir da sozusagen gehabt haben, wo der Markt dann tatsächlich raufgedreht ist. Und das sind die Bereiche, die dann durchaus relevant sind. Also es kommt immer darauf an, in welchem Zeitkontext man das Ganze traden möchte. Aber wer hier den Minutenchart zum Beispiel auch nimmt, der kann sich halt genau auf die Lauer legen, wo wir die unteren Bereiche haben. Und wenn wir dort dann ranlaufen und dort dann plötzlich die Umkehr für die Long-Seite bekommen, da wissen wir, dann haben wir schon richtig gute Chancen, hier den Markt zur Oberseite wieder zu bespielen, zumindest im kurzfristigen Bereich. Also hätten wir da an dieser Stelle auch mit drinnen. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Das heißt, an dieser Stelle wird es von meiner Seite her Zeit zu sagen, danke für das Zuschauen an dieser Stelle. Wer es nicht getan hat, jetzt ein Like direkt auf dem Button hier in Facebook oder dann in der Aufzeichnung, wer die Aufzeichnung schaut, auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich drüber und sage, traden Sie den Plan, machen Sie den Plan, traden Sie den Plan und dann klappt das auch mit den Erfolgen im Trading. Bis dahin allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Und bis morgen früh hier mit Blick auf die Währungen, die Indizes und Rohstoffe live bei Tickmill mit mir. Mein Name ist Mike Seidel und ich sage Tschüss und danke fürs Zuschauen. Bye-bye.